Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock. Ja, hier sind wir wieder. So, hier sehen wir schon, also zwei Little Sisters haben wir in dem Level getroffen. Allerdings weiß ich nicht, ob man auch sieht, ob man die schon fertig hat. Die Rolle des Regisseurs haben wir auch gefunden hier. Naja, es ist nicht nur so ein kurzer Kommentar, es ist ein langes Video, haben wir gemerkt. Hier sehen wir, jetzt haben wir 160 Adam. Ja, 312 Dollar haben wir im Moment. So. Ja, ich würde mal sagen, wir gucken weiter. Wir hatten ja zum Schluss hier den Dr. Steinman hier um seinen Schlüssel erleichtert. So, und jetzt suchen wir mal, wo wir den überhaupt brauchen. Weil ich weiß das gar nicht mehr. Hier ist, glaube ich, nichts mehr. Hier ist ein totes Ende. Mal nochmal ganz geschwind hier gucken. Was gibt's hier? Ah, Pistolenkugeln können wir nicht nehmen. Ja, wir haben gerade die Schrotflinte ausgerüstet. Ja, nee, ich. Warte mal. Öffnen Notzugang. Ah ja, da brauchen wir einen Schlüssel. Ja, aber komme ich da jemals wieder zurück? Weil hier unten gibt es noch Türen da, wo ich gar nicht reinkomme. Warte mal, ich guck mal kurz auf die Karte. Hier sind zum Beispiel Karten. Karten, hier sind Bereiche, die sind noch so abgedunkelt. Oder ist es ja nur, weil ich in der anderen Ebene bin, dass die Karte hier jetzt eben das so anzeigt? Ja, das wird es wahrscheinlich sein. So, wo müssen wir dann eigentlich hin? Ziel, hier müssen wir wieder hin. Wow, das ist ja ein ganz schöner Weg. So, herauszoomen können wir auch. Wollen wir aber gerade nicht. So. Falscher Weg. Das hier. Da drin war ich gerade auch schon, oder? Ach, da war die Ballwurfmaschine. Na, da haben wir Telekinese bekommen. Ich hasse eigentlich immer noch, dass ich das hier jetzt hier bekommen habe und jetzt gerade nicht wechseln kann. Ich möchte das hier, ich möchte noch mehr Slots haben. Ach, hier ist noch ein leerer Schrank, oder? Ja, den habe ich schon geöffnet. So. Raus hier, raus hier, raus hier. Supply, Supply. Wo geht's hier nach oben? Wo war die Treppe? Hier lang. So. Was? Noch mehr Supplies. Ach, da waren wir schon mal drin. Ja, ich meine, wenn jetzt wieder eine Tür kommt, wo wir Elektro brauchen, dann haben wir die A-Karte sozusagen. Hä? Wie lautet die größte Lüge der Welt? Oh, weiß ich nicht. Was ist das brutalste und obszönste, was der Menschheit je So. angetan wurde? Der labert eh mal wieder das Gleiche. Sag mal. Nein. Hier, die tun hier respawn oder wie sehe ich das? Naja, egal. Wir wollen jetzt einfach mal hier lang, den haben wir hier kaputt gemacht. Das heißt hier Bouncer, obwohl da echt noch Big Daddy ist. Na, ja, das wollen wir nicht lang. Was? We care for you. Okay, mach das mal. So, hier lang geht's. Bist du wieder am Notzugang? Melde dich, sobald du ihn erreichst. Ryan hat dich bemerkt und wird dich im Auge behalten. Du wirst ihn nicht kommen hören. Er ist da, bevor du es weißt. Aha. Okay. Ist ein Geist? Was? Ich baue nichts als Scheiße? Also das möchte ich mal hier nicht gehört haben. So. Da ist nichts mehr. Ach, das geht sogar. Bum, bum, bum. Ist da noch mein Roboter? Autsch, das war blöd. Hey Mary, gehst du zu dem großen Spiel heute Abend? Ich habe gehört, dass die Ryans Raiders spielen. Auf keinen Fall, Jim. Das ist zu gefährlich. Hast du nicht gehört? Atlas Banditen überall. Augenblick mal, ja? Denk an die Worte von Andrew. Ah, die hängt doch da fest, die oder? Fahr mit deiner Familie. Ja, die hängt irgendwie fest. So, jetzt ist sie frei. So. Ja, die hätte ich mal gebrauchen können. Verkaufsautomat. So. Security Inventory. Oh, nee, 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 nee. Da schmeißt wieder einer mit Explosivsprengstoffen. Ah, komm her, hat's jetzt. Ich bin Arzt! Ja und? Bist Sprengstoffmeister.
Ja, wenn du brechen musst, geh ans Klo. Du bist doch schon durch! Ja, passt schon. Au! Damit doch noch hier, Notfallzugangskontrolle, okay. Ich guck nochmal, ja, der hat noch 16 Dollar dabei. So, pam! Nochmal. Sicherheitsalarm deaktiviert. Danke für Ihr Verständnis. Aha. Ich weiß zwar nicht wie, aber du hast es geschafft. Komm jetzt rüber nach Port Neptune. Ich freue mich schon drauf, dir die Hand zu schütteln. Ja, ob ich deine Hand schütteln will, weiß ich noch nicht. Du hast sowas über die Little Sisters gesagt. Das hat mir nicht gefallen. Ey, und übrigens, der Roboter brennt. So. Dann gehen wir mal zu Neptune. Ah, das ist so eine Tauchglocke hier. Eine Lagerkiste. So. Einmal an der Tauchkugel ziehen. Am Hebel meine ich natürlich. Aha, jetzt kann ich hier aussuchen. Ich möchte mal hier hin. Ja gut, wir haben nur Neptuns Bounty. So, dann gehen wir mal zu Neptuns Bounty. So, was ist das hier? Da liegen noch ein paar Zettel auf meinem Schreibtisch rum. So, wenn deine Plasmide ihre Wirksamkeit gegen stärkere Feinde verlieren, solltest du dich auf der Suche nach besseren Versionen dieser Plasmide machen. Ja, speichern. Einer muss hier für Ordnung sorgen, sonst haben hier über kurz oder lang die Parasiten das Sagen. Mhm. Ja, scheinbar kommen wir auch wieder zurück. Es ist auch anscheinend egal, in welche Tauchkugel wir gehen. Da hat er schon recht, Ordnung muss sein. So. Jetzt hattest du das Vergnügen, Andrew Ryan kennenzulernen. Er hat das alles hier aufgebaut und er ist auch derjenige, der es zerstört. Niemand weiß, was genau passiert ist. Vielleicht ist er durchgedreht. Vielleicht ist ihm die Macht zu Kopf gestiegen. Vielleicht hat er sich einfach dazu entschlossen, seine Mitmenschen zu hassen. Wie auch immer, auf jeden Fall mussten gute Männer ihr Leben lassen. Meine Familie befindet sich in einem U-Boot, das unter den Fontaine Fisheries versteckt ist. Dort treffen wir uns. Naja, ob deine Familie noch lebt, das ist auch so eine Sache. Hm. Was ist das hier? Lotz? Lotzons? Okay. Oh nee, Region. Was ist das hier? Was? Ach, da haben sich die Fische hier unten hier abgebildet. Das Licht hier. Interessant. Ah, eine Genbank. Was ist denn das hier? Leiche durchsuchen. Was ist das für eine Leiche? Das ist auch ein Big Daddy? Keine Ahnung, egal. Aber wir hacken erstmal den Verkaufsautomat. So, hacken. Zack, 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 zack. Wo lang? Ach, immer so ein langer Weg. Ich hasse das. So, hier lang. Und dann machen wir mal. Ach, wir können auch so machen. Wir können das mal da nach oben schlängeln. Warte mal, hier genau das Teil suche ich und dann können wir hier abbiegen. Hier tauschen wir einfach mal aus, das Teil brauche ich noch, so. Und dann hier lang, so. Passt. Zack. Ich guck mal kurz rein, aber ja, ich kaufe ja eh nichts. Ionischer Schrot. Effizient gegen elektrizitätsanfällige Ziele. Mhm. So. Genbank. Ja, Gen-Upgrades tauschen, jawohl. Also die Schlösser sehen aus wie bei meinem uralten Desktop-PC, der noch auf dem Schreibtisch oben stand, wo der Monitor direkt auf dem PC drauf stand. Da war auch so ein Festplattenschloss dann hier. Da konnte man dann das locken und so. Oder einen Speicher sperren, ja. Das hat man heutzutage ja gar nicht mehr, diese Sache. So. Ah, da hat sich das Tonikum reingesetzt. Ah, das ist nochmal unterteilt. Das wusste ich jetzt gar nicht mehr. So ist, Technik haben wir noch keins hier. So, wie ihr seht, sehen sie nichts, ne? So, und da, hier haben wir auch nichts. Ja, dann hat sich das doch hier gespeichert. Und jetzt haben wir hier, die Plasmide. Telekinese. Ja, aber ich möchte es eigentlich gar nicht mehr. Ich möchte das ab. Ich möchte eigentlich wieder einen Elektrobolt haben. Telekinese ist ganz nett, wir müssen uns unbedingt mal weiteres Slots kaufen. Deswegen habe ich auch gesagt, ich spare mir da mal das Eve an. Ne, nicht das Eve, sondern das Adam. Wenn irgendwo in einem Automat mal hier Slots vorhanden sind, dann werden die gekauft. Weil der Rest ist eigentlich, ja, braucht man unbedingt.
So, ich brauche hier so einen Schlüssel, zack, puff und fertig. Oder bei so Diskettenboxen hast du auch so einen Schlüssel gehabt hier. So ein Pillepalle-Schlüssel, da kannst du Schrauben dran nehmen und machst es einfach rüber. So. Ja, ich habe aber, Moment, ich habe keine weiteren Gen-Dinger da hier mehr, also von daher. So. Was ist das hier? Ach, ein Telefon. Ich denke gerade, was liegt da am Boden rum? Das rote Telefon liegt am Boden. Was, hä? Kiste. Leer. Nee, das Automat brauche ich nicht. Ja, hahaha. Ach, da komme ich sogar rum. Oh. Wenn ich da jetzt aber lang gehe, komme ich mal zurück, oder? Also ist egal. Ah ja, mir geht es eh nicht weiter. Dann zack. Runter hier. Gibt es hier sonst noch was? Kiste? Gnaz. Leer. Gähnende Leere sozusagen. So, wo geht's hier lang? Keine Ahnung. Was? Safety, everyone's responsibility. Also Sicherheit geht jeden an. 91 Tage seit unserem letzten Unfall. 2 Unfälle im Jahr. Und letztes Jahr 4. Aha. Okay. Mhm. Okay. Und der hat hier zu lange gebadet. Ah ja, dann wird man nicht so schön runzlig wie der hier. Was so. Krabbelt da in meinem Garten? Die Spinne. Die Spinne Itzibitzi. Ja, jetzt Elektrobolt und ich bin am Arsch. Ups. Jetzt ist er weg. Toll. Du bist die Spinne. Krabbelt hier rum. Nicht, dass die mir jetzt aufs Dach springt, ne? Was sind das hier oben? Keine Ahnung, ich hoffe nichts Wichtiges. Maschinengewehr. Was haben wir noch? Verbandskasten, jawohl. Ja, sonst. Ah, hier ist ein Haken. Da war wohl Captain Hook. Hohohoho. War das lustig? Nee. Ich weiß, war ein schlechter Witz. Aber die Tage vergehen wie im Flug. Sag mal, hast du was geraucht, weil du so komisch sprichst? So, so. Ah. Mir hackt doch mal die Maschine hier. So, mal gucken. Mann, warum ist es immer so weit weg, das Ding hier? So, einmal so rum. Dann machen wir das hier und die Zelle ist hier. So, einmal nach oben bitte. Das hier noch. Ach, verdammt. Ja, die machen es mir wieder nicht einfach. So rum. Und so rum. Halt das hier. Weiß ja, der mal dadurch, da kriegt man sowieso einige Tasten und glaubt, das Hacking fällt, schlägt fehl. So. Zack. So, die kriegen Schaden. Ich hab's billiger. Wo lang? Hier lang, ne? Ja. Oh. Kai unten. Und wo ist Kai oben? Es ist ein Verbrechen, sich einer Little Sister zu nähern. Nähern Sie sich niemals einer Little Sister. Ja, Mr. Kraken Krabs. Zack, McKraken. Sag mal, was ist das hier bitte? Kann ich hier runterspringen? Dann komme ich immer hoch, gell? Ah, die sind da unten. Hallo, Big Daddy. Sorry, ich muss mal. Guck mal weg, mein kleines Mädel. Halt. Ah, der hat ein Gewehr. Seit wann hat er sein Gewehr? Was? Moment, ich nehme Panzer. Nee, an die Person. Ah. Oh. Ja, hopp, der oben, der greift mich an. Greift den mal an. Alter, geht's hier ab, ey. Ich suche mir mal einen strategischen Wechsel hier. Hier. Ich gehe mal hier aus dem Kampf raus hier, so. Ihr könnt es ja untereinander ausmachen. Aua, ah, Hilfe. Verdammt noch, ah. So, Elektrobolt. So, schnell. Hacken. So. Schnell mal das Geschütz hier hacken.
Dann haben wir nicht so viel Zecken am Leib kleben hier. So. Ja, tolle Wurst hier. So, darum. Ah, passt schon, okay. Und das hier und Zelle. Ja, jetzt hier so dick gewesen wäre. Ja, nee, das muss immer einen Weg geben. So. Oha. Ich glaube, ich bleibe hier mal irgendwie in Deckung. So, hallo. Bist du noch böse auf mich? Nö, der reißt mich nicht. Stimmt. Ah, verdammt nochmal. Ham. So. Oh. Moment, Rosie, jetzt heißt Rosie. Ach, das war eine Rosie. Mann, ich kann doch kleine Kinder nicht weinen hören. Ey, das ist Fisch. Hm, lecker Fisch. Oh, der sieht so plastikmäßig aus. Na komm, mein Kleines, wo bist du denn, hm? Ja, ich helfe dir. Komm her, Onkel hat Schokolade. Doch, komm. Doch. Doch, tut gar nicht weh. Siehst du wohl. Tut doch gut, ne? So. Danke, Mister. Fühl dich zu meinem Kleinen. Ja. Aber bist du wirklich ein Freund? Wie der noch sei. Eine der Kleinen bringt dir ein Geschenk zum Zeichen unserer Dankbarkeit. Aha. Was ist denn das? Tennebar möchte ich belohnen. Diese Belohnung steckt in einem Teddybär, den du bei Gatherers Garden findest. Ach, verdammt, das war eine Explosion. Moment hier, mal Heilung. So. Nietenpistole. Leer. Okay. Ach, da unten ist nochmal. Ne, diesmal nicht nochmal. Moment. Ich hab's gleich. Zack. Na, So. Wenn es nicht so geht, dann eben Elektropistole, Limit erreicht. So, ein Splicer. Na, Hinweis, wenn du nicht weiterkommst. Nö, ich brauche den Hinweis. Medical Expert, was ist das? Au! So, Medical Expert, ihre Verbandskästen in dem... Ach, verbessert, okay. Indem man eine verblüffende Klinikheit teilt, verwenden sie nie wieder ohne ihren besten Freund, den Medical Expert. Neues Unikum. Habe ich da noch einen Platz? Naja, das kommt erstmal da rein. Ein bisschen was Besseres. Sie hat meine Augen. Oh Gott. Nicht schon wieder so eine. Ah, ja. Verdammt, schon wieder falsch gedrückt. So, kann ich die vielleicht mal hacken? So, jetzt hacken. Ja, das. Ah ja, das ist schon wieder. Oh oh. Das hier schnell. So. Warte mal, ich hab's gleich. Dann können wir einmal so machen. Dann brauchen wir sowas hier und sowas und dann nach oben. Dann brauchen wir nochmal so ein Grades nach oben. Jawohl. Und ein abknickendes. Ja, passt schon. Okay. Geschlossen. So, erfolgreiches Ding. So. Ach, das ist ein Audio-Rekorder. Schlüssel für die Kaufkugel. Ja, dann lassen sie doch heilen. Ist mir doch jetzt egal. So. Vielleicht hat er einen erwischt, die ich gehackt habe. Sullivan. Bis auf Weiteres sind alle Taufkugeln gesperrt. Wir mussten in Ryans Auftrag so eine Art genetisches Schloss in die Dinger einbauen. Aha. Jetzt können nur noch Ryan und sein Führungskreis sie frei verwenden. Die Jungs haben mir aber erzählt, dass die Schlüssel sehr unzuverlässig sind. Schwestern, Cousins, alle mit genetischen Ähnlichkeiten können nach Belieben mit den Tauchkugeln fahren. Tja, das ist natürlich blöd. Wenn die Familienangehörige das untermauern können, die ganze Sache dann. Ja, zu unterwandern meine ich, nicht untermauern. Dämlicher alter Mann, da ist doch nicht wahr. Verschwinde, Roboter! Wah, aua! Du machst alles nur noch
schlimmer für dich. Ach, blöde. So, hat sich jetzt selber in die Luft gesprengt? Ja. Nitro-Typi da. So, ich weiß gar nicht, an welcher Heilstation das ich heilen wollte. Ich meine, da oben war, glaube ich, eine, aber ich meine, die hätte ich gehackt. Warte. Ich glaube, hier bin ich reingekommen, oder? Immer wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lassen will, appelliert er an dessen Selbstlosigkeit. Denk nicht an deine eigenen Bedürfnisse. Ah ne, hier. Denk ja, die habe ich gehackt. Egal, wer es gerade ist. Der Staat, die Armen, das Militär, der König oder Gott. Die Liste hat kein Ende. Ja, lecker Welche Chips Welche Katastrophe hier. Hat je mit den Worten Denk nur an dich selbst begonnen? Diejenigen, die für den König und das Vaterland scheinen, sind die Schlimmsten. Vielen Dank, Mister. Danke, dass Sie uns gerettet haben. Die ganze Zeit ist das Jahr. Schenke Sie den Kleinen in schweren Zeiten ein sorgloses Leben. Unterbringung und Unterricht sind gratis. Hm. Jawohl. Bodyguard. Für alle Notfälle. Und so neues Name. Täuschend, dass ich schützt. Ah ja. Ah, interessant. Ja, das können wir jetzt leider nicht einsetzen. Ich möchte jetzt hier nichts ersetzen. Ich mache das jetzt erstmal lagern. Panzerbrechen, die kann ich jetzt leider nicht mehr nehmen. So, Plasmidschlot. Jawohl, das brauchen wir jetzt hier. So. Ah ja. Bewerfen Sie Ihre Gegner das mit kennen Objekten. Wir schon. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. So, ich kaufe noch einen Plasmid-Slot. Ich wollte jetzt eigentlich Telekinese da gar nicht reinmachen, aber naja, egal. Rufen Sie Big Daddy zu Hilfe. Er muss Sie nur für eine Little Sister halten. Dann kämpft er, um Sie zu schützen. Ja, das ist nice. Gesundheits-Upgrade brauche ich native, puh, extra Nutrition. Warum ist das auf Englisch? Machine Buster. Du hast sicher Gesundheit von Snacks und Bandage. Machine Buster erhöhten Schaden von. Ah, ach so, den ich den zufüge. Security Expert. Finger in Schwierigkeit beim Hängen von Kameras. Tempo Hacker. Hm, die sind beide nett, die Sachen hier, aber ich weiß nicht, welches da am besten. Ein Schwierigkeitsgrad und. Ja, wobei ich. Kann man das mal nehmen? Ich habe da ja zwei Plätze frei. Nimm mir mal beide. So. Da haben wir es leichter beim Hacken. Winterblast. Naja, das. Alles nette Sachen hier, also. Ja, aber ich. So, jetzt haben wir das hier. Wer schießt hier? Oh oh. Moment, Elektrobolt. Das habe ich gehört. Ja, ich schicke dir so ein. Ah, naja, verdammt, sag mal. Wo ist denn der jetzt hin? So, bam. So. Schnief, schnief. Was und wo war auf? Ja, da können wir jetzt wieder rumtauschen, wenn wir wollten. Wir brauchen jetzt gerade nicht. Komisch, dass man die Dinger nicht hacken kann. Moment, halt, ich brauche das Elektroteil hier. Uah. Ah, voll eingeschenkt. Toll. Hat das war daneben. Und du hältst mir die Klappe, so. Hacken. So, ja. Ich weiß ja nicht, wie schwer das vorher war, aber hm. Ich glaube, das hat dann weniger Glocken und so da drin. Hm. Ah, das ist das Verlangsamungsteil hier. So. Kann ich mal nehmen, ist ja egal, aber hm. Ist auf jeden Fall ein gerades Stück. Jetzt brauche ich sowas nach oben. Und eins, so. Hm, hallo?
toll. Warte mal. Ich hab ein Problem. Ich hab ein Problem. Nee. Toll. Ja, das, seht ihr, jetzt habe ich das Problem, nämlich ich habe keinen so einen Teil mehr, wo ich da rum kann. Warte mal, so vielleicht, das hier und jetzt, ah ja, okay. Puh, gerade noch so. Glaubst du, kommst damit durch? Autsch. Ich schicke dir die. Aha. Ah, Hilfe. Alter. Ja, dann komm halt runter. So. Sag mal, was geht denn hier ab? Alle wollen mir ans Leder. So. Hier können wir noch mal kurz hacken. Ah, das ist wieder schwieriger hier. So, warte mal. Ja, dann gehen wir hier einmal ums Eck. So, und dann könnten wir eigentlich gleich wieder nach oben. So, jawohl, oben, oben, oben. Das hier rüber. Ne, noch einmal nach oben. Und hier oben gehen wir nach oben. So, das passt mal wieder hier. Oben, oben. So, ein Grad haben wir noch. Jawohl, passt. Na, das war jetzt einfacher. Zack. So, ich guck da gleich nach. Ach, nette Fischle hier. So. Ja, das ist jetzt alles hier so. Ja, da hinten geht's auch noch rum. Ich glaube, da brauchen wir gar mal gucken. Eigentlich wollte ich noch mal zurücklaufen. Das ist jetzt wieder so eine Sache, ne? Jetzt wird ein Pfeil wahrscheinlich hinterhergelaufen. Ich gehe mal hier längs. Ja, hier ist ein Rad. Was ist das? Ah ne, das ist nicht. Ich gehe mal hier durch. Uah! Immer diese Scheiße, ich hasse diese Granaten-Heinzis. Kaffee, jawohl. Ah, die Granaten ist aber leer. Metro. Moment mal! Bist du da, Kleine? Ich will dir von dir nicht wegnehmen! Ja, ja, ist passt doch schon. So. Ausgebumst hier. So. Rumpelt und macht's hier also. Aha, die haben das Ding kaputt gemacht. Was ist denn das hier? Kiste mit Granaten, da ist nichts drin. Ja, okay. So, also wir werden uns jetzt mal hier nochmal umschauen und ja. Aber das machen wir alles erst in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen und bis dann, euer Legolas. Tschüss.